Willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. So Jungs, ein herzliches Willkommen zur alles entscheidenden Folge. Liga 2 halten oder der direkte Aufstieg in Liga 1? Wird sich jetzt zeigen, wie ihr vielleicht an meinem Outfit entnehmen könnt. Ich habe die letzten Matches mehr oder minder alle am Stück gemacht. Das heißt, ich bin dann in so einem Rausch gewesen, als ich gesagt habe, ich kann das nicht pausieren. Wir haben hier ein Hybrid-Team, so heißt es zumindest, mit Schürrle, Ramos, Robben, De Bruyne, Xabi, Kagawa. Okay, das ist kein Hybrid. Das Alaba, Benatia, Boateng, Piszczek und Neuer. Robben, Neuer und De Bruyne haben wir selber auch im Team und Boateng. Da haben wir aber den geupgradet, er hat noch den normalen und hat natürlich schön Pace am Start. Auch wenn der Schürrle nicht der Inform ist. Da ist gut Pace vorhanden und BC Schretzheim, ein Deutscher, der jetzt, ja, wir müssen gewinnen, hilft ja nichts, jetzt zählt alles oder nichts, also, 15 Punkte sind am Start aus 9 Spielen, 18 brauchen wir, um in Liga 1 aufzusteigen, wie krank wäre denn das Liga 1 zum ersten Mal in dieser Ultimate Season? Ich habe um die 600, beziehungsweise fast schon 700 Spiele mittlerweile gemacht. Und wir probieren es mal. Mit euren Schießen und Robben an. Schade, aber immerhin. Eine erste Torannäherung. Kann ja nur besser werden. Und ich bin auf seinen Spielstil gespannt, ob er dann wirklich hier vorne probiert, nur irgendwie auf lange Bälle zu gehen. Über seine schnellen Spieler. Oder ob er sich durchkombinieren will. Das ja, muss ich noch zeigen. Und er steht auf alle Fälle auch schon mal jetzt De Bruyne. Auf geht's. Oh, schön gehalten von Neuer. Und die zweite Torannäherung. Und die war schon bedeutend besser als die erste. Und hier haben wir einen ersten kleinen Leck. Ich hoffe, dass da werden nicht mehrere kommen. Ich hatte ganz kurz beim Auswahlbildschirm überlegt, ob ich abbrechen soll. Weil die Latenz einmal von grün auf orange geschwenkt ist. Ich dachte mir, okay, kann aber auch nur beim Verbindungsaufbau sein. Ja, ich hoffe, da werde ich nicht eines Besseren belehrt. Wenn das jetzt hier in dem Match doch häufiger laggen sollte, dann werde ich das in Zukunft als Auswahlkriterium nehmen, dass ich gegen solche gar nicht mehr spiele. Aber bisher schaut es noch gut aus. Also Lag soll hier keine billige Ausrede sein. Und De Bruyne schon wieder, aber geblockt. Oh, und den hätte Lahm fast erlaufen. Wobei Lahm, ja, schusstechnisch eher ziemlich ungefährlich ist. Und der war wichtig und stark von Boateng. Und wir lassen das Bällchen mal laufen. Und haben den hier glücklich mit Aubameyang zurückgeobert. Und nehmen wir mal hier Robben nochmal mit. Und De Bruyne. Und Schweini. Und das stecken wir mal durch auf Arjen Robben. Oh, geblockt. Aber Ecke. Immerhin. Also schaut gar nicht so schlecht aus. Die erste Viertelstunde. Machen wir kurz über Schweini. Und das flanken wir mal rein. Habe ich ein gutes Gefühl. Auf Aubameyang. Aber der kommt nicht an den Ball. Anders als Ramos, der es hier gleich mal rumpacen will, aber vom Piszczek direkt vom Ball getrennt wird. Und Robben hat ihn kurzzeitig, aber hat ihn wieder. Sehr schön. Auch Arjen arbeitet hier mit im alles entscheidenden Spiel. Vielleicht macht er ja das alles entscheidende Tor, wie in der Champions League gegen Dortmund zum Beispiel. Kriege ich immer wieder Schüttelfrost, wenn ich das auf YouTube anschaue, was ich hier wieder so mache. Also ich denke, jeder Bayern-Fan kann das nachvollziehen, oder denen geht es da wahrscheinlich ähnlich. Oder ja, wo jeder das wahrscheinlich nachvollziehen kann, ist bei so Deutschland-Spielen. Gerade vom WM-Finale zum Beispiel. Oh, fast durch gewesen mit Aubameyang. Schweini jetzt, komm, zweite Reihe mit links. Oh, Neuer stark, Flanke in die Mitte. Aubameyang, nein, Benatia erklärt. Und Lahm mit Aubameyang und dem Fehlpass. Und jetzt Reus, kommt direkt Abnahme. Marco. Oh, zu unplatziert. Und Einwurf. Heieiei. Ich will nachher nicht bestraft werden, dass ich zu viele Chancen nicht genutzt habe. Also ich hoffe, dass ich nicht am Ende des Videos dann sage, ja, schade, die Chancen waren da, aber keine genutzt. So, langer Ball Richtung Schürrle. Aber Piszczek ist da, wo er sein soll. Und holt sich den auch. Klärt ihn ins Aus, aber das ist okay. Besser als eine Ecke. Da gab es im letzten Match, das ja dann leider am Ende noch verloren ging, sehr, sehr viele. Xabi Alonso, auch einer, den ich selten sehe. So, und jetzt machen wir mal einen ganz ekligen Ball auf Ober. Aber der ist auch direkt geblockt worden. Bestraft worden für diese
Assi-Spielweise. Nein, ist ja auch mal legitim. Also da haben wir ja auch schon oft thematisiert. Ähnlich wie eben Sweaten und was auch immer. Gehört alles in einer gewissen Weise doch dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schöner, sich nach vorne zu kombinieren und dann so zum Torerfolg zu bekommen. Und das ist ja auch, würde ich mal behaupten, meine Spielweise. Das Kurzpassspiel, worüber ich mich dann probiere, bestmöglichst nach vorne zu kombinieren und dann so zum Torerfolg zu kommen. Ja, und der spielt hier auch wieder wirklich gut defensiv. So, jetzt haben wir den Flügel mit Robben, aber der leider einen Ticken zu lang. Schade. Gegen Alaba. Auch ein richtig, richtig guter rechter Verteidiger. Gerade auch in FIFA, in echt natürlich auch, aber das hatte ich jetzt doch schon häufiger, dass ich auch gegen Alaba spielen musste. So, und Robben. Und Aubameyang. Ah, aber wir haben ihn nochmal. Komm, Nachschuss. Oh, abseits. Ah, wäre der erste doch nur reingegangen. Aber wie konnte das abseits sein? War dann wahrscheinlich schon der erste Schuss. Weil, komisch. Egal. Nächste Torernährung, die hier den Gegner unter Druck setzt und ist De Bruyne. Komm, mein Freund. Das ist alles zu unplatziert. Und nochmal Reus. Und geblockt. Wie drücken wir denn hier? Da muss doch jetzt mal ein Tor fallen. So, jetzt Robben. Robben, komm. Oh. Da wollte er am Ende nicht mehr schießen. Und Alaba gegen Ramos. Schön. Ramos bisher noch gar nichts auf die Beine gestellt bekommen. Und jetzt der Ball Richtung Reus. Marco, komm. Oh Gott, ich werde hier verrückt, Jungs. Ich werde hier verrückt. Was ist denn hier los? Was habe ich Chancen? So, jetzt muss Alaba hier gegen Robben. Aber wir ziehen mit Boateng auch gleich noch raus. Unterstützen ihn ein bisschen. Und das war der typische Trick, den ich auch häufig mache. Aber den haben wir dann gleich im Keim erstickt. Und das war... Eieieiei, Lukas. Ganz ruhig. So, und das haben wir gleich Halbzeit. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen Angriff. Hin, müssen wir mal schauen. Lass uns dann nach vorne kombinieren. Doppelpass geplant. Geklappt hat er leider nicht. Und jetzt denke ich, wird es dann gleich Halbzeit geben. Alaba nochmal mit dem Roulette. Und Hummels, ganz rustikal. Aber fair. Und Halbzeit. Okay, also ich behaupte mal, wir haben mehr Ballbesitz, bessere Passgenauigkeit und 7:0 Schüsse. Aber was fehlt, ist das Tor. Also weiter geht's, zweite Halbzeit. Auf jetzt. Oh, nicht, dass ich da in der entscheidenden Phase eben keine Dinger mehr vorne reinmache. Das gibt's ja gar nicht. So, und Aubameyang. Der kann mit einem Robben-Pace mithalten. Wobei es ihm schwerfällt. Aber am Ende bleibt der Sieger. Schön gemacht. Von Pierre-Emerick Aubameyang. Und der Ball Richtung De Bruyne. So, und jetzt geht's weiter. Über Robben mit Aubameyang. Und auch Reus ist am Start. Und Filippo Inzaghi. Ebenso. Komm jetzt. Ober. Oh, abgefälscht. Aber es gibt Ecke. Weiter geht's. Und ihr dürft euch heute, falls ihr es hören solltet, über die kleinen Klopfgeräusche bitte nicht stören. Und nochmal Ecke. Nee, ich probiere sie, so gut es geht, zu übertünchen. Aber ich glaube, sie sind... Man hört sie, glaube ich, gar nicht. Ist recht überschaubar. So, Kevin De Bruyne. De Bruyne. Leg quer, Bursche. Bursche. Gott! Oh, es kommt mir so viel wie im letzten Spiel vor. Ich hoffe nur, dass es diesmal nicht wieder so endet. Das war ja dann sogar eine Niederlage. Und Lahm hier stark gegen Robben. Zumindest kurzzeitig, aber Robben behauptet ihn ja nochmal. Und Boateng, du Biest. Du kleines Biest. Ja, ich denke, ich muss aber auch, wenn es hart auf hart kommt, dann auf Offensiv umstellen. Weil es bringt ja nichts. Mir bringt dieses 0:0 niente. Dann habe ich 16 Punkte und ärgere mich nur. Ja, wir machen jetzt mal auf Offensiv. Und haben jetzt hier vielleicht den Doppelpass. Nein, der ist geblockt worden. Und Offensiv ist ja noch verkraftbar. Also diesmal warte ich länger mit sehr Offensiv. Das hat mir beim letzten Mal dann mehr oder weniger einen Gegentreffer beschert. Also Offensiv finde ich ist noch so okay.
Da sprinten sie noch nicht alle ganz krank nach vorne, aber bei sehr offensiv ist man hinten doch ziemlich offen. Weswegen ich das dann jetzt in diesem Fall später mache. Komm jetzt, Arjen! Ah, Arjen, Arjen. Oh Gott, ich hatte schon den Jubel ready und wollte dann sagen, wie im Champions League Finale. Aber kann ja noch kommen. Kleiner Trickser haben wir hier. Und er ist ein bisschen belohnt worden oder hat zumindest ein bisschen Platz gut gemacht. Und das haben wir hier. Hummels und Alaba gegen De Bruyne. Und was gibt das? Ecke, okay. 65. Minute. Die Zeit wird nicht mehr. So langsam können es mal schnaggeln, aber am seinem Tor. So, und wir wieder im Ballbesitz. Und hier mit Robben und Aubameyang. Und der ganz schwache Ball. Wow, Hummels. Der war kurzzeitig wichtig. Und es blockte gleich wieder. Nicht, dass sich das jetzt hier noch dreht. Es gibt uns doch bitte den Sieg. Mann. An den Rand des 16ers. Und Alaba hat einen guten Linken. Wow. Aber Gott sei Dank nicht mehr passiert. So, und es geht Abstoß. Wo machen wir den denn am besten hin? Richtung Marco Reus. Und der sollte auch genug Platz haben, um den anzunehmen. Hervorragend. Und Aubameyang mit Robben. Der ist auch schon langsam in die Mitte zieht. Oh, schön geblockt. Und Schweini. Schweini. Schweini! Basti! Ja! War das ein schönes Ding! So nicht anders. Und den schauen wir uns zweimal an. So ein wichtiges Tor. Richtig schön hier durchgetanzt. Nochmal den Haken. Und mit recht ins lange Eck. Und eine Wiederholung gönnen wir uns noch. Weil es so wichtig war. So, und wir machen auf ausgeglichen. Aber spielen genauso weiter. Ich werde nicht mauern. Weil dann bin ich bisher immer bestraft worden. Und deswegen, ja, probiere ich es natürlich in 2-0 hinterher zu machen. Er macht vielleicht auf. Vielleicht eher so ein Spiel, wo er sagt, okay, ich brauche das Unentschieden. Ja, und wir haben dann eventuell die eine oder andere Konterchance noch. Robben. Aber Alaba, stark geklärt. So, endlich mal das Tor. Komm jetzt, da muss doch was gehen. Einfach solide weiterspielen. Als hätte es das Tor gar nicht gegeben. Oba, komm, Oba! Oh, stark gehalten von Neuer. Oh Gott. Das 2-0 hätte Ruhe reingebracht. Aber kann ja noch werden. So. Hummels, der darf dann direkt mal reinflanken. Ins Nirvana. Aber Schweini kommt hier. Nein. Ramos. Aber David Alaba ist am Start. Mit Arjen Robben. Und hier nochmal der Ball auf Robben. Robben, Robben. Stark geklärt von Benatia. Kurze Ecke, 10 Minuten noch. Nein, wir machen sie diesmal lang. Richtung Elfmeterpunkt, aber den fängt Neuer souverän ab. Langer Ball auf Ramos, das sollte hoffentlich für Boateng gar kein Problem sein, so ist es. Ganz stark gemacht vom Jerome. Ist wirklich eine Bank da hinten drin. Ich weiß, ich erwähne es oft, aber ja, wenn es nun mal so ist, dann darf das auch erwähnt werden. Und Arjen Robben von Alaba vorbei getrennt. Aber Robben muss jetzt hier hinten da mitkommen. Und Hummels. Und Alaba. Wunderbar, Jungs. Wunderbar. Und wir machen den. Zwei Robben. Und haben hier Aubameyang am Start. Nochmal Robben. Und ein Aubameyang-Pass. Aber selbst für einen Pierre-Emerick Aubameyang second in Form. Ein Ticken zu lang. Und jetzt genauso weiterspielen. Das ihn hier nicht nochmal stark kombinieren lassen. Sondern im Aufbauspiel genauso zerstören. So, und nochmal Marco Reus. Und Alaba. Und wir nehmen De Bruyne nochmal mit. Und Robben hat unten ein bisschen Platz. Ja, das nicht zu knapp. Aber David Alaba kommt schon wieder. So, flank nochmal. Aubameyang. 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 Juhu! Das soll's doch gewesen sein. Kein schönes Ding. Zu 89. das 2-0. Liga 1, ich komme! Und Alaba schaut hier betrippelt rein. Ja, seine Seite war offen. Die Flanke. Dann der Fehler. Und Aubameyang mit seinem schwachen Linken. Schlägt dazu. Und das war nochmal ein Foul. Oh, Jungs!
Wir haben's. Wenn nicht noch die Welt untergeht und zum Beispiel mein Internet abbricht, oh Gott, nee, kein Worst-Case-Szenario hier mehr, dann soll's das doch gewesen sein. Die Bräune hier nochmal ganz souverän. Nee, er macht aber auch gar nicht auf, also hat er gar keine Intention mehr, irgendwie noch was zu reißen. Soll mir recht sein! Oder doch? Laufduell? Ah, neuer. Stark, Manu! Ah, so macht FIFA Spaß. Und nochmal André Schürrle hier bei ihm. Ein paar kleine Lecks. Die, da nochmal Lob an ihn. Also haben sich wirklich über das komplette Spiel absolut in Grenzen gehalten. Kein meckernder Alex. Oh, jetzt leckt es aber stark. Bitte lass das Spiel einfach jetzt zu Ende gehen und mir die 3 Punkte. Das war's. Aber ich bin noch vorsichtig. Ich warte noch ab, bis es hier bewertet wurde. Ihr kennt das zu häufig. Wäre das bitter, wenn es jetzt zu einem Abbruch kommt. Alle jubeln. Aktuell Stand Liga 1. Oh, jetzt warte ich noch kurz. Ich möchte noch die safe Sieg-Ding bekommen. Aber das soll es, glaube ich, gewesen sein. Wir haben es geschafft. Zweite Mal Liga 2. Ich war schon froh, dass ich sie gehalten habe. Aber nein, dem nicht genug. Es scheint der Aufstieg zu sein. Wobei das Rädchen dreht sich hier noch gefährlich. Aber das gibt's häufiger. Mein Router, eigentlich alle Lämpchen grün. Aubameyang, Mann des Spiels. 10.000 Münzen, beziehungsweise 11.000. Und Statistiken. 12 zu 3 Schüsse. 61% Ballbesitz. 84%. Jungs, das war's. Und schaut's euch an. Was gibt's Schöneres? Ab sofort, ab der nächsten Folge, wenn gespielt wird, in Liga 1. Ich denke, hoffe, meine, glaube, es war ein spannendes Spiel und dass es euch gefallen hat. Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es gleich klappt, dass wir direkt hier hindurch aufsteigen. Seht ihr auch, gegen Ende wurde es nochmal eng, unentschieden, Niederlagen und jetzt der entscheidende Sieg. Ich freue mich. Ihr hoffentlich auch. Wir machen's gut. Nein, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.